Wir zeigen Ihnen, wie Sie die offene Leistungsschalterserie HW Plus mit der Haga Power Setup Software in Betrieb nehmen. Prüfen Sie, ob die Haga Power Setup Software auf Ihrem PC installiert ist. Durch Klicken auf das Haga Power Setup Symbol starten Sie die Software. Verbinden Sie den PC per USB-C-Kabel mit dem Leistungsschalter. Nun sind Sie mit dem Leistungsschalter 1600 Ampere dreipoligen Sentinel Energy LSIG verbunden. Öffnen Sie das Menü Inbetriebnahme. Die Inbetriebnahme besteht aus drei Schritten: Einstellen, Testen, Auslösen. Öffnen Sie zunächst die Projektdatei. Diese Datei ist ein Export aus dem HagaCAD-Projekt. Die Datei beinhaltet die elektrische Projektstruktur sowie die Einstellungswerte aus der Berechnung für die Schutzgeräte. Klicken Sie auf Ich habe verstanden. Sehen Sie sich nun die HagaCAD-Projektstruktur an. Um den betroffenen Leistungsschalter zu finden, wählen Sie die entsprechende Verteilung. Wählen Sie den Leistungsschalter aus. Klicken Sie auf Verfahren starten. Nun beginnt der erste Schritt. In der linken Spalte sind die Einstellungswerte von HagaCAD. In der rechten Spalte sind die aktuellen Einstellungen des Leistungsschalters. Klicken Sie auf Alle Sollwerte übernehmen. Klicken Sie auf Senden, um die neuen Werte zu laden. Schritt 1 ist abgeschlossen. Wählen Sie den nächsten Schritt aus: Testen der Auslösekurve durch mehrere Prüfpunkte auf der Kurve. Stellen Sie sicher, dass der Leistungsschalter ausgeschaltet ist. Klicken Sie auf Weiter. Stimmen Sie den Meldungen zu. Der Test startet. Nach Abschluss wird die Meldung Test erfolgreich angezeigt. Klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie den nächsten Schritt aus: Ausführen einer elektromechanischen Auslösung. Spannen Sie die Einschaltfeder wie dargestellt. Schalten Sie den Leistungsschalter ein. Klicken Sie auf Auslösen. Sobald der Leistungsschalter ausgelöst wurde, drücken Sie kurz auf OK. Und dann länger, um die Auslösemeldung zu bestätigen. Das Bestätigungs-Pop-up-Fenster wird geschlossen. Klicken Sie auf Weiter. Prüfen Sie, ob die Reset-Taste gedrückt ist. Wählen Sie Ich habe den Leistungsschalter zurückgesetzt. Klicken Sie auf Weiter. Schritt 3 ist abgeschlossen. Mit Weiter erhalten Sie den Inbetriebnahmebericht. Sie können dem Bericht Notizen und Anmerkungen hinzufügen. Dies ist ein Beispiel. Klicken Sie auf Bericht generieren. Bestätigen Sie die persönlichen Daten. Hier sehen Sie den Inbetriebnahmebericht. Hier sind die Notizen, die Eigenschaften des Leistungsschalters, das Ergebnis der Inbetriebnahme und die aktuellen Einstellungswerte. Nun haben Sie erfahren, wie Sie offene Leistungsschalter der Serie HW Plus mit der Haga Power Setup Software in Betrieb nehmen. Vielen Dank!